Ja. Oder ich sollte mir eigentlich mal. Pass auf, wir machen das nicht direkt in einem. Ich mache jetzt nochmal das hier. Und dann machen wir bis hierhin und dann machen wir erstmal den Teil, ne, dass wir den Teil dann erstmal fertig. Oder sollen wir das direkt in einem durchziehen? Theoretisch. Ich weiß nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir machen das, ne, Abschnitt für Abschnitt. Aber wird dann auch, glaube ich, ein bisschen blöd sein. Würde das dann länger dauern oder wäre das von der Zeit eigentlich dann gleich, ne? Das wäre die Frage. Ja. Tut sich, glaube ich, nicht viel bei. Glaube ich, gehopst wie gesprungen, ob wir das jetzt so machen oder so machen. Ja, schauen wir mal. Und wenn wir das dann verlegt haben, ich weiß nicht, wie sehr Jana tatsächlich in diesem ME-System gebimmel drin ist. Ja, siehst du, da haben wir nämlich schon wieder unser Freund das Wasser. So, tschüss. Tschüss, Wasser. Ja, da kann sie aber selber gucken. Ne? Das bauen wir nicht. Nee, nee, nee. Wir machen nur, wir legen wirklich nur den Strom. Ah ja, warte mal. Na, das fällt mir jetzt schon wieder ein. Wir müssen nochmal so einen Rahmen ziehen. Ne? Dass wir dann halt gleich wieder, wie gesagt, nicht mehr abbauen, als wir eigentlich benötigen. Und tatsächlich würde ich das dann auch so gerne haben, ne, wenn wir jetzt hier Wasser haben. Eigentlich möchte ich das nicht, dass das. Ich bin da halt echt kein Fan von, wenn man sieht, dass da direkt gegenüber, direkt darüber Wasser ist. Weißt du, wie ich meine? Da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. So, das müsste eigentlich so richtig sein, ne? Genau. Jo. Wie gesagt, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Da müssten wir mal schauen. Ja, wir machen uns das schon, ne? Wir machen uns das schon. Ich hätte mir auch mal Themen, ne, vorbereiten sollen. Aber das war jetzt wirklich eher spontan, weil mir das dann wieder einfiel. Ach ja, stimmt, du musst ja den Strom noch machen. Oder was heißt musst, aber ich mach's ja gerne. Ne, das ist dann auch wieder. Das ist ja auch für die Zukunft. Ne? Und auch für die Zukunft des Bauernhofs und so weiter. Diese Musik einfach. Und je nachdem, was wir da hinten beim Bauernhof halt auch noch hinbauen, ne, ob da jetzt wirklich, wie gesagt, das mit der Baumfarm kommt, macht das Strom. Macht die Stromleitung da hinten ja auch Sinn. Ne? Ist ja nicht so, dass es jetzt keinen Sinn macht. So, zack, einmal zu. Ja, ich merke schon. Du hast nicht so Bock auf uns. Macht nichts. Ah, der kommt hier. Ah, hier oben kam er raus. Sehr schön. Aber tatsächlich noch gar nicht so viel Wasserprobleme gehabt. Ich meine, wir haben ja jetzt schon einiges immer ein bisschen versiegelt. Aber ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet. Gut, ich glaube, auf der linken Seite. Direkt gestorben. Auf der linken Seite ist das gar nicht so schlimm wie auf der rechten Seite, ne? Ich glaube, auf der rechten Seite wird es noch anstrengender werden. Ja, ich glaube schon. So, zack. So, das können wir eigentlich so lassen. Und dann können wir jetzt den Kobel ziehen. Juhu. Zack, zack. Zack, zack. Ja, guck, das geht viel schneller. So, hier müssen. Ja. Hier mache ich das jetzt mal so. Kann ich eigentlich rückwärts rennen? Nee, ne? Ich drücke einfach jetzt mal. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht nach rechts drifte, ne? Weil sonst haben wir wieder das Problem. Wie gesagt, der macht ja, glaube ich, bis zu 1024 Blöcke. Und das ist eine Riesenmenge. Ne, das ist echt eine Riesenmenge. Ich hoffe mal, dass wir vom Verhältnis von abbauen und wieder hinzufügen hinkommen. Ne, gerade hatten wir 3400. Wir schauen mal, wie viel wir jetzt gleich noch haben. Wenn wir fertig sind, dann kann man das so ein bisschen abschätzen. Das geht ein bisschen auf die Augen, ne? Ja, und die muss. Oh, ich dachte schon. Wie sieht's aus? Ah, okay.
Wir sind ja noch nicht mal so nah dran. Ich dachte schon, ne? Aber da war wieder so ein kleiner Mini-Lag. Weil er, glaube ich, auch zu schnell halt dann die Blöcke platziert. Kann sein. Die Musik macht's noch spannender. Die macht's noch besser. Ah, sehr schön. Da wirst du gar nicht kirre bei. Nein, 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 nein. Du wirst gar nicht verrückt. Vor allem, wenn du das die ganze Zeit siehst, die Musik dabei. Nein, das ist entspannend. Ne, das ist sehr entspannend. Ja, schnarch. So, wie sieht's aus? Oh, wir sind gleich da. Sehr schön. So, die mache ich so. Safety first. Zack, zack. So, wie viel haben wir noch? 2, 4, 9. Okay, dann kannst du sagen, so ungefähr 1000 Blöcke, ne? Über 1000 Blöcke. Ja, okay. Kann ich mit leben. Damit kann man doch echt leben. Ich bin halt echt am Überlegen, ja, wie gesagt, wir haben jetzt einige Folgen, werden wir jetzt hier dranhängen. Ob ich danach das... Ich will eigentlich... ich will so viel machen. Kennst du das? Du willst so viel machen. Wir haben ja auch noch einige Projekte. Oder einige Baustellen. Hallo? Weil das Dorf wird auch noch, wie gesagt, eine Menge Zeit fressen. Alleine die kleinen Häuser. Ne? Und du kennst mich ja. Oder die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin halt so einer, der sehr, sehr schnell vergisst, wie man sowas macht, ne? Ich kann wirklich das Haus dann 1:1 nachbauen, ne? Wenn ich das dann gesehen habe, das dauert halt immer so, das war da, das war da, das war da. Aber beim zweiten oder beim dritten, ich muss immer nochmal gucken. Ne? Und irgendwas wird immer schief laufen. Die Frage ist halt, das mache ich jetzt auch direkt mal weg. Die Frage ist halt, ob ich bei diesen kleinen Häusern allgemein bleiben will. Ne? Ich glaube, der Vergangenheitsjohn, der hatte da schon mal gesagt, dass wir da ein bisschen was Längeres machen, ein bisschen was Höheres. Ne? Dass wir so verschiedene Häuser haben. Natürlich derselbe Baustil wie eh und je. Aber dass wir da von den Häuserstrukturen ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Ne? Weil das sieht natürlich auch ein bisschen blöd aus, wenn du da ein Dorf hast. Und alle Häuser, wirklich alle Häuser, wo die Bewohner, wo die Bewohner leben, sehen gleich aus. Das ist halt so, ja, das muss nicht, ne? Zumal würde ich den tatsächlich, ich weiß halt nicht, ob die Villager, huch, eigentlich brauchen die ja nur ein Bett, ne? Dann müsste das, oh, Moment. Dann müsste das ja, ach guck mal, wir haben schon wieder über 3000. Dann müsste das ja eigentlich egal sein, wie groß die Häuser sind. Ne, weil dann würde ich nämlich auch gerne nochmal ein bisschen mehr Deko, weiße. Klar, Deko, das wird am meisten Zeit fressen, deswegen haben wir die Mühle ja auch erstmal in Ruhe gelassen. Oder beziehungsweise wir haben ja schon mal ein bisschen was gemacht da, ne, an Deko. Aber wie gesagt, das soll ja dann auch nochmal so mäßig Schlafzimmer rein. Eigentlich sollte ja die Bäckerei direkt daneben sein, ne? Aber das hat ja dann mit der Treppe... Ja. Und ich möchte die Treppe halt echt nicht wegmachen, weil die mir echt gefällt. Müssen wir mal gucken. Rathaus für dich... Ja, ja, ja. Ja. Ja gut, wir können aber... Wie gesagt, ich bin ja sowieso ein Freund davon, immer ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Dass wir auch bei unserer ersten Mind Colonies erstmal das... Huch. Das alte Rathaus abholzen. Weil das muss definitiv weg. Und dann da halt... Ja, hier ist wieder Wasser irgendwo, ne? Ja, hier. Und dann halt dementsprechend die Mauern erstmal ziehen. Ne, dass wir dann wieder mal ein bisschen was anderes haben, müssen wir halt mal schauen. Je nachdem, worauf wir Bock haben, was uns gerade mehr Spaß macht. Ne, das ist ja sowieso immer bei uns ein bisschen abhängig, ja, ne? Weil wie gesagt, wenn wir das erstmal fertig haben hier, dann haben wir erstmal theoretisch erstmal, weil das ist ja auch eine Art von Terraforming, also das ist ja wirklich Terraforming hier, haben wir dann auch erstmal genug wieder im Untergrund gearbeitet. Ne, weißt du, wie ich das meine? Weil dann brauche ich auch erstmal keine Touren machen ins Dungeon oder wie auch immer.
Weil das macht halt dann auch keinen Sinn. So, da sind wir schon wieder am Ende. Sehr schön. Also, nicht am Ende der Folge, sondern... Oder vielleicht sind wir doch am Ende der Folge, ich weiß es nicht. Aber am Ende des Tunnels. So, zack, zack, zack. Wir machen da ein bisschen großzügiger. Zack, zack. Schnauze. Weg mit dir. Sehr schön. Das hauen wir aus dem Gebälk raus. Du kommst auch nochmal da raus. Zack. Okay, dann dürfen wir wieder durchziehen. Wenn wir den großen Tunnel haben, dann geht's eigentlich, ne? Dann brauchen wir wirklich nur noch... Genau, hier und hier. Hier müssen wir halt wirklich gucken mit dem Wasser. Ich glaube, das ist auch wirklich nur hier, ne? Ich glaube, hier ist das gar nicht. Das wäre natürlich ein Jumbo-Pläsier, ne? Das wäre natürlich gut, wenn wir da keine Probleme mit dem Wasser hätten. Ja. Aber bevor ich die Decke jetzt gleich mache, mache ich erstmal den Boden, dass wir den dann auch schon mal haben. Ne? Und dann können wir uns um die Decke kümmern. Muss auch gleich mal einen Schluck trinken. Mach ich gleich. Ne, aber erstmal, ja, ja. Man will's ja dann auch, fertig haben, ne? Ja. Ich glaube aber auch, ne, wie gesagt, ich ziehe das jetzt hier durch, dass wir das hier fertig machen. Dann gucke ich nochmal wegen die Kabel. Wegen die Kabel. Und dann mache ich aber auch erstmal einen Aufnahmestopp. Weil wie gesagt, dann waren wir wieder 3 Stunden. Je nachdem, wie lange das jetzt noch dauert. Ja, und dann haben wir erstmal wieder. Wie gesagt, dann müsste dann auch, glaube ich, der Juni abgedeckt sein. Da, wo ich im Urlaub bin. Ja. Ne, wie gesagt, ich will da noch mal ein bisschen vorproduzieren, dass ich da so ein bisschen Puffer dann auch noch nach dem Juni habe. Damit ich da wieder nicht ins Struggeln komme, ne? It Takes Two sollte eigentlich auch jetzt schon draußen sein, glaube ich. Und Lara Croft auch. Wie gesagt, dann haben wir da wieder ein bisschen was, ne? Weil ich mag das... Ich bin halt so... Ich möchte halt... Klar, natürlich, wir haben uns geeinigt, dass wir nur Minecraft anbieten. Ne? Als Primärsache. Aber ich möchte halt, dass auch ein bisschen sowas zur Abwechslung kommt, ne? So mal ein bisschen was anderes. Das ist halt so... Also für mich möchte ich das einfach haben. Nicht, weil das einer sagt, sondern einfach für mich möchte ich das haben. So, ich mache das jetzt mal eben hier einzeln. Zack, 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 zack. Aber ja, wir schauen mal. Wie gesagt, wir haben ja keinen Stress dabei. Ne, wir machen uns da echt keinen Stress. Oder ich mache mir da keinen Stress. Ja, das ist natürlich jetzt hier blöd mit den Fackeln, aber gut, so ist das nun mal. Na, weg mit dir. Du Unrat. Du Unrat. Aber ja, das ist ja das, was ich schon mal immer gesagt habe. Oh, ein Bug. Ich mach mal erstmal hier, ne? Man will mehr machen. Ne, ich zumindest, ich will mehr machen. Ich sag's immer wieder, ich weiß, ja, ich habe schon öfters gesagt. Aber ich möchte natürlich auch anbieten, ne? Und natürlich nicht nur anbieten, sondern diverse Spiele möchte ich einfach aus persönlichem Interesse einfach mal gespielt haben. Es müssen keine 100 Folgen Let's Plays sein, aber einfach mal reinschauen, ne? Oder halt auch, wie gesagt, Traveler's Rest würde ich echt gerne auch mal wieder reinschauen. Oder I Am Future, da sind ja jetzt die ganzen Updates raus. Updates sind raus. Und da hat sich ja auch wieder einiges getan. Ne? Und da, ja. Aber jetzt momentan, wie gesagt, ich mache jetzt erstmal Old Minecraft Version 1.0. Ne? Wie gesagt, könnt ihr euch drauf freuen. Vielleicht läuft das ja auch jetzt inzwischen schon. Hoffe ich. Lara Croft. Definitiv. Und dann... Ja, habe ich eigentlich gesagt, wir machen Lara Croft, ne, wir ziehen da durch, aber dann mache ich erstmal wieder ein bisschen Pause von Lara Croft, weil da möchte ich ein anderes Langzeit-Let's Play erstmal anfangen. Ne? Ja, müssen wir mal schauen. Ich habe da nämlich eins auf Agenda und das möchte ich so gerne spielen. Oh, das wollte ich schon die ganze Zeit immer gespielt haben. Aber dann kam ja das dazu, dann kam das dazu, dann war wieder die Änderung, dann haben wir uns für das entschieden.
Ne? Das ist ja dann halt immer so.